Hier bei mir am Tisch im Café des Unperfekthauses sitzt jetzt Petra Hasenau. Und der Name ist vielleicht auch dem einen oder anderen Entwickler geläufig, obwohl Petra keine aktive Programmiererin ist, sondern du spielst welche Rolle in der Typo3-Szene? Ja, also zum einen bin ich halt im Typo3 Association Board Mitglied, im Vorstand von der Typo3 Association. Zum anderen organisiere ich die Typo3 User Experience Week seit 5 Jahren und in diesem Jahr hat sie sich weiterentwickelt zu der Typo3 Initiative Week, wo halt die ganzen Initiativen dort zusammenkamen, um dort eine Woche in the middle of nowhere konzentriert an ihren Aufgaben zu arbeiten, weiterzuentwickeln und ja, dort voranzukommen und sich untereinander auszutauschen. Okay, das war jetzt schon die Erklärung zur Experience Week. Da geht es in erster Linie um die Benutzbarkeit der Typo3-Seiten eben auch für Nicht-Techniker, sondern für letztendlich die Kunden. Oder was ist da genau der Inhalt? Also womit wird da eine Woche lang immerhin sich beschäftigt? Also es geht darum, um Typo3 grundsätzlich zu verbessern, und zwar für die Anwender. Das heißt also für die Leute, die diese Seiten nutzen, die Redakteure, die das dort einpflegen, damit sie wissen, dass sie im Backend entsprechende Buttons dort haben, die sie dann auch direkt erkennen und wo sie dann auch wissen, was es bedeutet. Also die Anwenderfreundlichkeit, die Handhabung soll verbessert werden. Dass es auch richtig Spaß macht, mit Typo3 zu arbeiten. Nicht nur, dass man weiß, man hat ein gutes System, sondern dass auch die Benutzbarkeit sehr freundlich und intuitiv ist und jeder Spaß hat, das zu benutzen. Das hilft also nicht nur den Redakteuren weiter, sondern auch die Leute, die halt Typo3 weiter veräußern, die Agenturen, die dann so ihren Kunden halt das präsentieren können und sagen können, hey, das ist auch ganz einfach zu bedienen und es macht Spaß. Und wer ist in dieser Woche dabei? Sind das dann auch wieder Entwickler oder auch technisch unbedarfte End-User, die eigentlich diesen Außenblick ja am besten reinbringen können? Also bei der User Experience Week hatten wir die verschiedensten Leute dabei. Es ist auf jeden Fall nicht, dass nur Programmierer dort dabei sind, sondern wir haben auch entsprechende Projektmanager dabei, wir haben Redakteure dabei, wir haben UXler da mit dabei und haben die in kleinen Gruppen zusammengesetzt, damit die halt überlegen zusammen, was könnte der beste Sinn sein, um gewisse Ziele zu erreichen. Und nicht nur die eine Sichtweise zu haben, das heißt nicht nur aus der Programmiersicht, weil ein Programmierer lebt in einer eigenen Welt, ein Designer lebt in einer anderen Welt und diese Leute haben wir dort gemixt. Ja. Du hast am Anfang so schön in so einem Halbsatz versteckt, dass du im Typo3 Association Vorstand sitzt. Ich glaube, damit bist du dann auch prädestiniert zu erklären, was die Typo3 Association überhaupt ist. Also die Typo3 Association ist ein gemeinnütziger Verein, der, die Dachgesellschaft oben drüber von Typo3, die so ein bisschen Typo3 in die richtigen Geschicke lenkt. Alle, die mit Typo3 zu tun haben, haben die Möglichkeit, Typo3-Member zu werden. Und durch die monatlichen Beiträge oder jährlichen Beiträge, die sie zahlen, werden diese Gelder von der Typo3 Association gesammelt. Und einmal im Jahr kann man auch Budgetanträge stellen, wenn man sagt, ich habe eine tolle Idee, wie ich halt Typo3 weiterentwickeln möchte. Ich möchte gerne das und das entwickeln, das gibt es noch nicht. Oder ich möchte mich mit Leuten zusammensetzen und einen Sprint machen, um diese Sachen zu entwickeln. Dass man dann sagen kann, okay, wir unterstützen das, indem wir halt die Fahrtkosten und Hotelkosten und so weiter für solche Sachen übernehmen. Weil man muss bedenken, Typo3 ist keine Firma wie jetzt Microsoft, wo eine richtig riesengroße Firma dahinter steht, wo die Programmierer angestellt sind und das weiterentwickeln. Typo3 basiert halt, weil es eine Open-Source-Geschichte ist, auf gemeinnützige, ehrenamtliche Arbeit. Und wir wollen die Leute dann halt motivieren und anhalten, dort da entsprechend tätig zu werden. Und mit diesen Mitgliedsbeiträgen werden halt Budgets halt auch ausgegeben und die Association versucht, das alles so in die richtige Richtung zu nehmen. Ist halt, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verein. Welche Rolle spielt in dieser Konstruktion die Typo3 GmbH? Die Typo3 GmbH ist vor ein paar Jahren halt von der Typo3 Association gegründet worden. Und zwar, um eine Möglichkeit zu haben, auch zielgerichtet entsprechende Sachen verwirklichen zu können. Und die Typo3 GmbH, wie soll ich das ausdrücken? Die Typo3 GmbH übernimmt einige Aufgaben, die man als gemeinnütziger Verein nicht machen kann. Man muss aber dazu sagen, die Typo3 GmbH wird nie, und es ist auch nicht ihr Aufgabengebiet, nie irgendwelche Agenturarbeit übernehmen. Das heißt, sie wird nie in Konkurrenz oder so treten, sie übernimmt andere Aufgaben, was bei Typo3 bewerkstelligt werden muss, um halt das Produkt Typo3 voranzubringen. Sie versucht alles zu tun, damit das Produkt halt einen tollen Namen hat und spread the word, inspiring people to share,
der Kernsatz von Typo 3, dass das auch entsprechend weitergegeben wird. Und wie gesagt, nie in Konkurrenz zu Agenturen. Das wird nie abgenommen werden von denen. Also. Okay, wir haben jetzt viel über Geld gesprochen auch. In dem Zusammenhang wäre jetzt mal interessant aufzulösen, weshalb bei dem einen oder anderen Programmierer der Name Hasenau irgendwie klingelt. Weil jeder, der im Extension Repository gesucht hat, wird schon mal über die Extension Grid Elements gestolpert sein. Und die ist dann auch zufällig von deinem Mann, dem Jo Hasenau, entwickelt worden. Der ist da auch immer noch Extension Maintainer. Aber auch da ging es um Geld. Ja, geht dahingehend um Geld, weil sowas ja alles ehrenamtlich entwickelt wird und man das versucht halt in seiner Freizeit zu bewerkstelligen. Aber manchmal ist es dann halt, wenn eine neue Typo 3-Version rauskommt, dann muss auch die entsprechende Extension hochgezogen werden. Und wenn man auch selber eine kleine Firma hat, muss man auch gucken, dass man auch am Ende des Monats halt das Geld verdient hat und kann es nicht unbedingt einfach in die Arbeitszeit mit rein übernehmen. Von daher haben wir uns mal überlegt, wie wäre es denn, ein Crowdfunding im Typo-3-Bereich auch mal zu starten. Und vor ein paar Jahren haben wir das gemacht. Wir waren diejenigen, die als allererstes ein Crowdfunding aus dem Typo-3-Sektor gemacht haben. Und danach haben auch einige andere nachgezogen. Wir haben es damals für Grid Elements gemacht. Haben insgesamt bei diesem Crowdfunding wirklich 32.000 Euro eingesammelt. Da haben wir dieses Geld natürlich nicht nur für Joe, für die Weiterentwicklung genommen, sondern haben dann gesagt, okay, wir haben dann Leute auch für eine Woche oder für mehrere Tage nach Clausthal-Zellerfeld, wo wir leben, hingeholt, haben Programmierer dort bezahlt, um dann gezielt Grid Elements entsprechende Anforderungen auch zu vervollständigen. Und wir haben auch geliefert und waren da sehr erfolgreich und haben da Hotel- und Fahrtkosten und alles damit beglichen. Okay, vielen Dank. Soweit Petra Hasenau von der Cybercraft GmbH. Dankeschön. Recht herzlichen Dank.